Während des Einführungsseminars in Rothenburg an der Wümme haben sich die neuen Auszubildenden von ArcelorMittal Bremen eine Woche lang mit Ausbildungsinhalten beschäftigt und sich in verschiedenen Teamaufgaben untereinander kennengelernt. Am Dienstag haben wir uns dann die Leitbilder erarbeitet, wie die Jungs sich das vorstellen, wie sie ihren Beruf vorstellen, wie sie mit uns umgehen wollen oder mit der Berufsschule umgehen wollen. Da haben wir drüber gesprochen. Dann haben wir unseren Brief an mich geschrieben, den wir jedes Jahr, also den wir jedes Mal schreiben, um dann nach 3,5 Jahren mal einmal zu gucken, was habe ich damals gedacht, wie habe ich mir das vorgestellt, habe ich mir das erfüllt. Dann haben wir unsere Mini-Seifenkistenwagen gebaut. Und wir haben dann nachher auch noch schön Probefahrt gemacht und dann haben wir auch noch einen Sieger gekürt. Dann am Mittwoch haben wir unsere Berufe angefangen zu erarbeiten. Ja, und heute am Donnerstag haben wir die Vorstellung der Berufe. Vorstellung habe ich komplett weggelassen. Genau, das wäre jetzt. Mein Onkel arbeitet hier und er hat mir gesagt, dass ich mich hier gerne mal bewerben soll. Und dann habe ich mir das Unternehmen angeguckt, mir hat alles super gefallen, ich war sofort begeistert, habe ich mich beworben und ich wurde angenommen, jetzt bin ich hier. Ich habe sehr viele neue Mit-Azubis kennengelernt, ich habe vieles Neues gelernt, wir haben Leitbilder entwickelt von der Ausbildung, wir haben jetzt auch unsere Ausbildung selbst nochmal ausgearbeitet. Überprüft die Ware, die eingegangen ist, um... Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass das Team und auch die Auszubildenden untereinander sehr zusammenhalten. Also man hat nicht das Gefühl, man ist nur ein ganz kleiner Teil, sondern man hat wirklich eine Gruppe, die zusammenhält und es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Man kriegt das ja auch schon von der Familie irgendwie mit, die reden dann von den alten Zeiten und man hat einen sehr guten Eindruck schon vom Unternehmen im Vorfeld bekommen. Und dann informiert man sich natürlich, wo man eine Ausbildung machen kann und sieht genau diesen Betrieb und dann denkt man sich, ja, das hört sich doch ganz gut an, da fange ich mal an oder versuche es zumindest. Und dann halt die Stahlindustrie an sich ist halt ein faszinierendes Thema, wo man sonst nicht so die Berührungspunkte in seinem normalen Alltag hat. Und das wird sich hoffentlich, glaube ich, ganz interessant gestalten in Zukunft. Wenn ich nochmal Fragen habe, müsst ihr schreien. Damit sie sich kennenlernen und damit sie auch hier die Teamfähigkeit erwerben, miteinander umzugehen und auch mit dem Ausbilder umzugehen, der ja kein schlechter Mensch ist, sondern auch nur das Beste von den Auszubildenden will. Und es ist ja so, in der Wirklichkeit ist es ja so, die Kaufis sind im Grunde genommen im Verwaltungsgebäude und arbeiten da. Die Elektroniker, die sind oben bei uns in der Werkstatt und die Schlosser sind unten in der Werkstatt. Und so kommt man dann doch nicht so oft zusammen und kann reden und schnacken. Die Werkstoffprüfer sind ja im Prüflabor und werden uns auch noch selten sehen. Darum sehen wir immer zu, dass wir uns hier eine Woche richtig kennenlernen. Elektroniker einsetzt, der halt von beiden. Wir werden danach noch einen gemütlichen Grillabend machen und dann unser alljährliches Spiel Ausbilder gegen Azubis, wo dann die Begleit-Azubis Spiele vorbereitet haben, die wir dann durchführen werden. Fragen, Geschichten und solche Sachen. Und am Freitag werden wir uns dann ja irgendwann wieder auf die Wege machen zum Bahnhof nach Verden, wo wir dann wieder in den Zug steigen werden und zurückfahren werden nach Bremen.